So, guten Tag, hier ist wieder der Super F. Wir sind in Kalua momentan. Einen Held habe ich wieder zurückgeschickt, damit er da mit diesem Alchemisten reden kann. Sehr wohl, ja. Hallo. Ganz im Westen liegt ein verlassenes Dorf. Solltet ihr mehr oder zusätzliche Rohstoffe suchen, versucht es dort, aber Vorsicht! Dort sollen sich Räuber niedergelassen haben. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Also von diesen Räubern weiß ich jetzt ja. Ist nicht so schlimm. Gut. Also doch eigentlich schon. Also sie könnte wirklich zum einem Problem werden. Ja, ja. Aber ich habe sie ja schon besiegt. Also das ist ja gut. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Und das ist hier eben das Problem, nicht wahr? Da werden sie schauen, die Schakale. Ohne Pilgrim ist es hier wirklich sehr schwierig. Natürlich. Wirklich sehr schwierig. Kann ich eine Hochschule bauen? Ja. Ja, ist gut. Weil keine Kanonen und schwache Verteidigung habe ich halt. Ich muss da halt da noch Türme bauen. Kommt auch noch. Tribute überlegt. 400 Lehm, damit er für den Wiederaufbau beginnen kann. 400 Lehm und 600 Holz. Das ist auch nicht wenig. Aber ja. Hier jetzt zum Beispiel lohnt es sich nicht, ein Haus zu bauen und den Bauernhof. Weil nach 2800 Steinen, was eigentlich recht wenig ist, also sind diese Minen schon weg, also die versiegen sehr schnell. Fertig! Ein Gelehrter nimmt seine Studien auf. Im Gegensatz zu dem hier. Ja. Die brauchen das. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Nicht genug Taler. Was ging jetzt? Taler und Holz? Natürlich. Und darum eben, da müssen wir halt schauen. Wünscht. Ja, mein Lord. Wie ihr wollt. Das ist das Einzige, was man jetzt momentan zur Verfügung hat. Später, wenn man genug Rohstoffe gibt, werden diese hier noch ein paar Ballistatürme bauen. Also einfach schauen, dass man sie hinter denen des Dorfes baut, damit sie nicht so viel Schaden abbekommen. Und ja, Steinbruch. Mann. Also doch noch was. Ja. Fertig. Ach, wirklich? Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Mann. Das ist schade. Und diese hier, nein. Und diese hier. Ja, sind die. Hier mal was. Die Idee ist einfach dahinter, dass die Gelehrten besser lernen können, sozusagen. Ist in Ordnung. Das brauche ich auch mehr Lehm. Aber gern. Na gut, ich brauch hier auch ein Haus. Und Bauernhof. Und da kann ich hier irgendwie noch ein bisschen mehr expandieren. Türme. Aber ansonsten muss ich sagen, diese Karte sieht immer schön aus. Also nicht, dass sie irgendwie hässlich ist. Schon grasig. Na gut. Viel Platz.
Und ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich musste endlich was lernen. Apropos, ihr könnt auch irgendwie so 4 Hochschulen bauen und 4 Sachen gleichzeitig lernen, wenn ihr wollt. Ist möglich. Fertig! Ein Bauer beginnt, eure Siedler mit Mahlzeiten zu versorgen. Wie schön, nicht? Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Also, man soll dann das alles bauen und für das brauche ich Lehm. Also Lehm, ja, ja. Komm zu mir. Du bist ja ganz alleine. Ja! Und ja. Wie ihr seht, sie gehen einfach schnell rein. Dann zum anderen Haus, schnell rein und wieder raus. Und das war es auch schon. Also, zeitmäßig lohnt es sich schon, Häuser zu bauen. Heureka! Muss ich noch diese Mine bauen? Alles gut! Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Und eben ein weiteres Dorfzentrum findet hier jetzt nicht mehr. Das wäre dann dieser Feind, der recht stark ist. Also ja. Auch doof, ne? Ist dann jetzt eigentlich fast das gleiche wie auf der anderen Map. Bei, nicht Folklung. Norfolk. War es Norfolk? Einfach in der letzten Episode hatte ich ja auch nur 2 Dorfzentren. Und ja, da muss man halt damit auskommen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Aber gern. So. Na gut. So. Und darum baue ich eigentlich so viele Leibeigene. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ich brauche einfach so viel Lehm. Wird erledigt. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ja, ja. Jetzt muss ich das ausbauen. Taler, Lehm und Stein. Da werden sie schauen, die Schakale. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Alle hier am Lehm schippen. Stein wird auch noch ein bisschen problematisch. Ich habe zwar 2, aber ja. Nun, die Siegerhütte war jetzt nicht so eine gute Idee, das hier zu bauen. Weil wenn dies versiegt, müssen sie den ganzen Weg hier hinlaufen. Ziegelhüttenmenschen. Darum. Ich hab getan, ja, was ihr wolltet. Ist besser als hier zu bauen. Nichts lieber als das. Ziegelhüttenmenschen. Was sind das wohl? Nennt man wohl diesen Job?
Kein Problem. Baufachkraft. Baufachkraft in... Ich bin fertig. Materialien. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Einfach so meine Idee. Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Die Idee ist ja eigentlich, ist wie das die Reinigungsfachkraft. Ist ja eigentlich nur eine Putzfrau. Aber einfach damit es besser tönt, sagt man ja Fachkraft. Du, Dario, geh mal hier runter und schauen, was hier so gibt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Eure Arbeiter, diese armen, armen Siedler. Nichts lieber als das. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Genau. Schwefel habe ich keins. Wäre noch problematisch. Also alles hier unten braucht Schwefel. Und Stein. Eisen, genau. Ich habe hier gar keine Möglichkeit für Eisen. Schau an. Okay, hier. Ja. Sollte schon mal anfangen. Ein bisschen Eisen zu schippen. Wie ihr wollt. Ah, schade. Dingens kann ich hingehen. Na gut. Wie ihr wollt. So. Gedacht! Die Falle ist aufgestellt! Ja, Sidi. Langsam wird der Stein problematisch. Hier wird er wenigstens. Also muss ich tatsächlich ein paar Leibwege nehmen und hier hinbringen. Natürlich. 3800, 2004, sind nicht so viel. Ja. Diese Kapelle braucht man irgendwie nicht, aber ich finde es schön, dass man auch so ein bisschen dekoriert hat. Ich könnte sogar selber Maps dekorieren, aber ja. Wirklich will. Ich glaube jetzt, vielleicht fange ich jetzt an anzugreifen, weil ich eine Festung habe. Bin gespannt. Kann ich nicht. Okay, und das. So. Dann könnte ich schon Bogenschützen bauen. Ich muss, glaube ich, hier ein Bogenschützen-Ding bauen. Und hier. Wir haben den Kampf dann. Ah, hier seht ihr schon diese Lehmmine? Die kann ich nicht bauen. Die muss ich kaufen. Und hier ist einfach wegen dem Feind hier. Und hier ist wegen dem Feind hier. Zwei. Ich kann es nicht in der Mitte bauen. Die Versorgungszeiten waren viel zu stark. Würde ich jetzt hier angegriffen. Aha, da kommen sie ja. Salim. Mal schauen mit dem Bürgermeister. Ja. Reden wir mal ein bisschen mit ihm. Nichts mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Hallo. Seid gegrüßt, mein Herr. Gut, dass ihr da seid. Bitte beschützt uns vor Mordreds Schergen. Sie fallen immer wieder aus dem Norden über uns her. Mach ich. Gut. Ein Held ist in großer Gefahr. Ah, schade, dass Helias nicht da ist. Er wäre so hilfreich. Wie ihr gesehen habt, letztes Mal der Rote, der Feind. Also die Barbaren eigentlich, auf der letzten Map. Die kamen alles aus einer Kaserne. Schau an. Und diese flüchten irgendwie. Ja, vielleicht kommen die auch wieder.
wie ihr befehlt. Bin mir nicht so sicher. Die Bute. Abdank, edler Herr. Sobald wir unser Dorf wieder in Gang gebracht haben, werden wir der Gräfin Bescheid geben. Wir brauchen weiterhin eure militärische Hilfe gegen den übermächtigen Gegner aus dem Norden. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Ein übermächtiger Gegner bedroht uns. Oh nein. Naja, okay, stimmt irgendwie auch. Jetzt ganz langsam bauen sie jetzt da ein paar, zum Beispiel Sägewerke oder so etwas. Vielleicht ein paar Ballistatürme, hoffe ich mal. Aber passiert nicht sofort, sondern dauert. Ist ja alles vorprogrammiert. Nun gut. Stein ist okay. Eisen ist nicht okay. Ja, ist gut. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Wir erledigen das. Ich brauche bald das Zahnrad, dann kann ich wenigstens ein paar Ballistatürme bauen und dann war diese Gefahr hier auch schon ein bisschen gebannt. Schön. Neben Zelte, die müsst ihr nicht zerstören, ihr müsst nur den Turm die müsst zerstören. Und eben genug schnell. Also was ich jetzt empfehlen würde für das nächste Mal, ihr geht schnell hier hin, besiegt die. Der zerstört einen Turm, kommt hier hin, macht das gleiche und dann kommt ihr sofort hier an. Aussichtsturm, wie schön. Und wieder werde ich angegriffen. Das hätte ihr eigentlich, Ja! Wird schnell schwieriger. Ich brauche ein paar Leibeigene hier. Das ist eine gute Frage. Was, wenn sie jetzt hier etwas bauen wollen? Und ich jetzt selber schon was baue. Ich bring mal ein paar Leibe in hier, hey? Sie schattert. Sehr gut. Kann ich gut gebrauchen. Inshallah. So wird es gehen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Folgt mir in den Kampf! Angriff. Feinde haben einen Held attackiert. Echt hilfreich. Und spürt meine Klinge! Ja, natürlich. Und wird dann auch immer ein bisschen schwieriger, ne? Nicht, dass es jetzt immer so bleibt wie bei den Barbaren. Wird dann schon schwieriger. Mit Kanonen und so weiter. Wie schön, sie bauen noch keinen. Dann kann ich jetzt da irgendwie noch in der Mitte zwei bauen und das wäre dann schon gut. Obwohl, Moment, eher hier herum. Also, ich komme ja irgendwie von dieser Richtung. Also, die ist jetzt eigentlich eher unnütz, sozusagen. Nehmen wir an, sie kommen eben von hier und versuchen hier aufzugehen. So, meine Türme müssen dann auch entweder hier sein, hier oder hier. Na gut. Ich muss jetzt da mal was bauen.
Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Eisen ist weg. Na schade. Sicher das. Stein gibt es aber noch. Was wir von Sägemühlen und Steinmetz hütten. Okay. Was ich jetzt noch bauen kann, ist das. Ja! Fertig, Meister. Feinde haben einen Held attackiert. Seht ihr, die ganze Zeit kommen jetzt hier Angriffe. Sehr nervig. Ja! Dann baue ich jetzt noch meinen eigenen. Nun gut. Das ist am Bauen, das ist am Erlernen, dann habe ich auch Sägemühlen, bessere Bogenschützen. Und ansonsten sieht es eigentlich gut aus. Also ich soll es dann bauen. Nun gut, ich glaube, das war es jetzt für heute. Fertig, Meister! Ja! Ich werde jetzt Holz hacken. Das war der Super F in die Siedler Kalua. Mal schauen, wie es so wird. Jetzt haben wir schon 3 Aussichtstürme. Schön, nicht? Geschafft. Genau, geschafft. Ich bin müde. Flaschenzug. Ich kann kein freies Bett finden. Wozu bezahle ich meine Steuern? Na gut, das wird es dann zum nächsten Mal. Fertig, Meister, es ist soweit. Ihr könnt euer Haupthaus ausbauen. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ja, ist auch gut. Also, das war der Super F. Bis zum nächsten Mal. Ciao.